So, herzlich willkommen zu einem neuen Part von One for Million. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, der 10. Teil. Und ja, ich würde sagen, ich habe das, was ich versprochen habe, vorbereitet. Rechts seht ihr jetzt das Bankroll Management. Ja, ich werde es mit einem 100-fachen Buy-in spielen, plus das 4-fache Buy-in des nächsthöheren. Das heißt, sobald ich 56 Dollar habe, steige ich auf die 1,50 Dollar hoch, bis ich halt wieder nur auf 100 Buy-ins bin. Das heißt, ich kann dann 4 Tische spielen, wenn ich nichts gewinnen sollte, und würde dann wieder weiter mit 50 Cent machen. Rechts habe ich das dementsprechend vorbereitet. Die höchste Dollar, das höchste Limit sind quasi die 15 Dollar. Das heißt, wenn ich irgendwann bei 1500 Dollar angekommen bin, werde ich mir wahrscheinlich überlegen, auf die 18er zu wechseln. Die sind ja so ähnlich, nur halt mit 3 Tischen weniger. Ja, oder ihr schreibt am besten in den Kommentaren, was ihr danach sehen wollt, ob ich neu anfangen soll mit einer anderen Kategorie, das heißt vielleicht Hyper, SNGs oder irgendwie sowas. Aber bis wir bei den 1500 Dollar sind, wird noch einiges an Spielzeit draufgehen. Und ja, gerade öffnet sich das erste Turnier. Ich werde es natürlich sofort einblenden, also wie wir das immer gemacht haben. Und ja, also ich bin offen, falls ihr Ideen habt, was man dann spielen sollte, wenn die 1500 erreicht sind. Aber ich denke, das ist ein ewig langes Projekt. Und gegebenenfalls spielen wir halt die 15 Dollar so lange weiter, bis wir die Million haben, weil das war ja unser Ziel. Andernfalls wechseln wir auf die 18er und versuchen halt damit unsere Million zu erreichen, weil bei 1500 will ich nicht aufhören, weil dann hätten wir unser Ziel nicht erreicht. So, und das ist der erste Tisch. Ich mache das wie immer. Ich schaue mir unsere Gegner an und vergebe dann dementsprechend Notes, weil, wie ihr wisst, die Indizien, die man dadurch kriegen kann, sind schon hilfreich, auch wenn sie nicht die Allerweltslösung sind. Und ja, ich denke mal, jetzt habe ich gerade leichte Internetprobleme, aber es geht. Und ja, wir schauen einfach mal, was draus wird. So, Puyas ist auf jeden Fall mehr am Spielen. Ja. Am Anfang wie immer etwas ruhiger in den Turnieren. Deswegen warten wir mal ab, was so geschieht. Und ja, schauen mal. Ich habe mich übrigens für dieses Bankroll entschieden, beziehungsweise das Bankroll Management, da ich es selbst persönlich hasse, auf zu riskant zu spielen, weil man einfach zu schnell bankrott gehen kann. Und deswegen 100 Buy-In, ich denke, das ist angemessen. Und die 4 Buy-In fürs nächsthöhere Limit ist quasi der Versuch, aufs nächste Limit zu kommen. Und wenn man dann was gewinnt, hat man dementsprechend einen höheren Gewinn. Sollte man die 4 Buy-Ins verlieren, ist es jetzt nicht so kritisch, weil man die ja mit den 50 Cent schneller wieder einspielt, als wenn man da sich ein höheres Ziel steckt. Es gibt durchaus Bankroll-Managements, die die vorsehen, dass man quasi 100 Buy-In des nächsthöheren Limits bräuchte. Das heißt, wir würden bei diesem Bankroll-Management hier erst aufsteigen, wenn wir 150 Dollar hätten. Das dauert mir dann auch zu lange. Das Problem ist halt, dass wir dann fast 100 Dollar mehr erspielen müssten. Und da ist noch mehr Zeit, die da unnötig verloren geht. Deswegen denke ich, dass das mit den 100 Buy-In und den 4 vom nächsthöheren Limit das einfachste und beste ist. Deswegen richte ich mich danach. Rechts ist, glaube ich, immer noch die erste Hand. Oder ist es schon, nee, die zweite. Da haben die Spieler wohl ein bisschen Zeit aktuell. Sie scheinen sich auf jeden Fall nicht zu beeilen. Ja, wo ich noch nicht drauf Bezug zugenommen habe, ist unser Bankroll aktuell. Wir haben mit 29 Dollar und 5 Cent gestartet. Ja, wir werden wieder 4 Turniere für 50 Cent spielen. Heißt, wenn wir nichts gewinnen sollten, landen wir bei 27 Dollar und 5 Cent. Ja,
Wir sind dann immer noch über unserem Startbankroll. Wir haben ja, wie ihr seht, hier mit 25 Dollar angefangen und ich denke, das ist eine gute Quote und das sollten wir dementsprechend ausnutzen. Aber wir wollen natürlich nicht hier alle vier Tische ohne Preisgeld beenden und versuchen daher auch hier Geld mitzunehmen, da wir ja auf die Millionen wollen. Ich werde wahrscheinlich auch eine neue Art vom Pokerturnieren demnächst, also eine neue Serie starten, da die 45 Mann Sitting Goes jeweils viel Zeit in Anspruch nehmen und ich die teilweise nicht habe. Ich aber euch dennoch mit Poker-Videos versorgen will, wird wahrscheinlich demnächst eine Spin and Go oder eine Hyper Turbo Six Max oder Nine Max SNG Serie starten. Wo erstens die Videos auf jeden Fall kürzer sind und zweitens ich diese Art Turniere schneller spielen kann und da mal eher dazu komme, Videos aufzunehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Also das meiste deutet darauf hin, dass ich eine Spin-and-Go-Serie starten werde. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch dran und schaut auch bei diesen dann zu. Ja, oben links, König Dame Suited, das habe ich aus früher Position geraced. Wir sind früh im Turnier. Das heißt, versuchen jetzt möglichst gute Hände mitzunehmen und dementsprechend viel Geld zu akquirieren. Kanon MPC habe ich eher als schlechten Spieler markiert, weil er nur einen Tisch spielt und wir treffen hier Top Pair gut Kicker, deswegen werde ich das jetzt dreibetten. Ja, womit macht er das hier? Ich würde ihm Achterpaar geben, durchaus einen Flush Draw. Natürlich kann er auch den König halten. Ass König hätte er vorher geraced, deswegen denke ich, dass wir hier auf jeden Fall die beste Hand haben aktuell und werde dementsprechend hochsetzen und hoffen, das Beste rauszuholen. Ja, wenn er jetzt raced, deutet das für mich eigentlich auf Tupe hin, aber ich kann König Dame hier nicht weglegen. Okay, er ist Slowplayed am Flop. Das Set ist für uns jetzt dumm gelaufen. Das sieht auch nicht gut aus in dem Turnier. Ja, ich habe ihm zu wenig Kredit gegeben. Ja, das Set ist in dieser Limp-Range meistens mit drinne. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das ist jetzt ärgerlich. Wir verlieren 50 Cent relativ früh im Turnier. Und ja, dementsprechend werde ich wahrscheinlich ein weiteres starten, da der Rest noch nicht lange läuft. Ja, oben rechts 6-7 Suited für 30 gucke ich mir gerne den Flop an, in der Hoffnung, dass wir eine Straße oder ein Flush treffen, da jetzt der Big Blind squeezed, werde ich die Hand einfach weglegen. Oben links Dame 3 ist halt mit dem an halben Big Blind auf jeden Fall ein All-In, weil bei der nächsten Hand hätten wir nur noch 4. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Vielleicht, da man ja eigentlich nur einen Chip und einen Stuhl braucht, also Chip and a Chair, um ein Turnier zu gewinnen, können wir auch durchaus mit den 7 Dollar, die wir gerade noch haben, weiter in den Rängen aufsteigen. Ja, 9 Bube unten links werde ich ebenfalls mitlimpen, aus den wie oben rechts genannten Gründen, dass wir vielleicht einen Flush oder eine Straße treffen können und ja, auch einige schlechte Spieler am Tisch sitzen. Ja, oben links, das sieht nicht gut aus. Und ja, wir scheiden aus dem ersten aus. Dementsprechend werde ich ein weiteres öffnen, da ich auf jeden Fall mit vier Tischen spielen wollte. Was auf jeden Fall genug Action hervorruft. Das hat sich auch gerade schon geöffnet. Unten links 9 Bube suited werde ich bei dem Flop einfach aufgeben. Und ja, ich passe mal eben unser Bankroll an. Das sind dann 28 Dollar und 55 Cent. Hätten danach auf jeden Fall immer noch gewinnen. Deswegen können wir frohen Mutes einfach weiterspielen, ärgern uns nicht drüber. Ich denke, häufig habe ich da sogar die beste Hand und ja, war halt in diesem Fall nicht so.
Ja, in 5 Minuten ist schon die erste Pause. Ich habe dieses Mal relativ spät in der Stunde angefangen. Macht ja keinen Unterschied, ob wir sie früher oder später haben. Ich werde das Video dann an dieser Stelle wie gewohnt unterbrechen, da ich es nicht für sinnvoll halte, 5 Minuten das hier mitlaufen zu lassen, wo ich nicht viel zu erzählen habe, weil ja nichts passiert. Und ja, deswegen machen wir einfach eine Pause und ihr seht dann einfach. Ihr guckt dann einfach weiter, denn ich übertrage ja nach der Pause, wie in den letzten Videos auch, und für euch macht es keinen Unterschied. Ja, oben links die 6er call ich auf Set Value, werde dementsprechend auch nur weiterspielen, wenn ich das Set treffe. Ich gucke die Tische nochmal weiter durch, ob ich vielleicht schlechtere Spieler finde. Viele Hände spielen sich gerade von selber. Oben links ist gerade eine einfache Entscheidung. Er minbettet und pusht dann all in. Keine Ahnung, was er da haben könnte. Macht für mich auf jeden Fall keinen Sinn. Naja, wir werden es auch nicht erfahren. Das ist das Traurige gerade. Sonst hätte er auf jeden Fall eine Notiz bekommen. Viele Spieler sind unterwegs, die hier mehrere Tische spielen, wie ich sehe. Ja, deutet für mich eigentlich darauf hin, dass wir fast sogar die falsche Uhrzeit gewählt haben, aber das ist bei 45 Mann Sitting groß schwierig, an anderen Uhrzeiten teilzunehmen, weil es sich dann einfach nicht schnell genug 4 Tische öffnen und ich euch dann immer nur ein, zwei, vielleicht maximal 3 Tische zeigen könnte. Und dafür ist das Video, dafür ist die Action dann nicht, also nicht viel, nicht allzu viel Action bedeutet dann für euch mehr Langeweile. So. Okay, Taxi oben links hat von mir den die Tight-Aggressive Farbe bekommen, weil auch Okay, Taxi oben rechts sitzt. MS Caldita habe ich, glaube ich, auch an mehreren Tischen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Unten links kommen wir auf Set Value. Hoffe, dass es dieses Mal klappt. Ja, wir sehen den Flop treffen, aber leider das Set nicht. MS Kalita, hab mich verguckt, MS Kalita hatten wir doch nicht. Und ja. Die 30 unten links werde ich callen, weil das einfach nicht viel ist und ich dafür günstig vielleicht noch ein Set treffen kann. Werde aber nicht erheblich viel Geld noch investieren, da ich die Achter im Endeffekt nicht gut genug finde. Wir waren wahrscheinlich sogar vorne bis zum River, aber mit Achtern wollte ich da nicht mehr Chips gerade als nötig investieren. Oben rechts, Ass 10 in früher Position ist ein Fold. Neun, sieben oben links auch. Unten links Bube 8 ebenfalls. Hätte Freddy da nichts gemacht, hätte ich es versucht zu stehlen. Aber Bube 8 ist auch gegen einen Fisch nicht stark genug. König Bube unten links werde ich auf jeden Fall erhöhen, wenn vor mir nichts passiert. Auch wenn Fiddy mit dabei gewesen wäre, hätte ich ihn dieses Mal isoliert. Ist jetzt nicht notwendig, wir versuchen einfach so jetzt die Chips mitzunehmen. Wir nehmen die Chips auch mit. 3 Ass werde ich danach wieder aufgeben. Ist noch in der frühen Phase nicht gut genug. Bei der Push-or-Fold-Phase wäre sie Positions- und Chip-Stack abhängig, ob man spielt oder nicht. Ja, ich heb mir diese Hände für später auf. Ja, oben links Ass 10 im Small Blind. Wir sind nach dem Flop das erste dran und das ist eigentlich immer eher schlecht. Deswegen lege ich Ass 10 hier weg. Wenn ich am Button gesessen hätte, hätte ich es wahrscheinlich gedreibettet. Aber so werde ich mich nicht in riskante Spots bringen.
Ja, und wie ihr seht, fängt jetzt auch schon fast die Pause an. Wenn die anderen drei Tische auch in eine Pause gehen, werde ich das Video unterbrechen und melde mich dann bei euch zurück. So, der zweite Tisch ist jetzt in der Pause. Der dritte und jetzt folgt der letzte. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Die Pause ist jetzt jeden Moment vorbei. Und dann machen wir uns auf an die nächste Aufgabe, unsere Bankroll zu erhöhen und Richtung die Millionen zu gehen. Ja, wir hatten noch nicht viele Hände, außer bei einem Turnier. Das ist halt unglücklich gelaufen. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft und wir die ein oder anderen Chips gewinnen und dementsprechend uns langsam aber stetig in Richtung Final Table machen. Wie immer bei den Turnieren ist es am Anfang etwas langwierig, ist aber für spätere Verlauf dann sehr interessant, sobald wir in die Push-off-Hold-Phase kommen. Unten rechts Steal, Wheel Steal, Push. Wenn es normal so ist, wie ich es vermute, müsste er jetzt folden. Ja, er wollte sich einfach nicht, ich vermute, er wollte sich einfach nicht die Chips klauen lassen, hat dies aber doch getan. Jetzt ist nur die Frage, hat Chiux deine Hand gehabt oder hat er das mit einer beliebigen Hand gemacht? Dann ist er auf jeden Fall für mich ein besserer Spieler. Weil häufig Wheel-Stealt der Big Blind einfach und viele legen es weg. Ich lege es auch häufiger weg, weil ich es mit schlechten Karten nicht riskieren will, da in bessere zu legen, weil auch viele auf diesem Limit das gar nicht kennen. So, jetzt werde ich die 45 reinlegen in der Hoffnung, ein Set oder ein Two-Pair zu treffen. Tue ich nicht, gebe es einfach auf, aber ich hatte für wenig Chips die Möglichkeit, einiges zu gewinnen. Und deswegen bin ich hier mitgegangen. Vielleicht sehen wir ja den Turn und den River noch, weil keiner was getroffen hat. Wäre wünschenswert, gehe ich aber mal nicht von aus. Ja, oben links 5-8, einfacher Fold. Und wir warten einfach. Ja. Unten rechts, wie angekündigt, ist damit für mich erledigt die Hand. Und wir schauen mal, was die anderen beiden so machen. Also, Ip Proes Peto unten rechts scheint aggressiver zu sein als vermutet. Er restealt, er 2-bettet jetzt quasi den Flop auf Ass hoch. Vielleicht hat er gerade die passende Hand gehabt. Wäre natürlich durchaus möglich. Ja, unten links nehmen wir gerne das Preplay. Werden jetzt aufgrund des Gutshots mal setzen. Vielleicht können wir die Chips so schon mitnehmen. Unten rechts ist es ein Steal. Ja, treffen die Straight noch nicht. Dementsprechend werde ich einfach behind checken. Haben immer noch keine Straight. Ich gebe die Hand aber jetzt an dieser Stelle auf, weil ich mit 3-6 keine Chips mehr investieren möchte. Unten rechts ist König 9 nach dem Early Ways and Fold. Oben rechts 3-7 sowieso. Oben rechts kommen wir auch schon in die Nähe der Push-of-Fold-Phase. Die Blinds sind schon bei 40, 80. Unten links ist König 5, nachdem Ways auch unfold. Wir haben auf jeden Fall schon eine Notiz von einer früheren Serie, dass er eine lose Min-Bet macht und wir ihm da nicht zu viel Credit geben sollten. Wir haben ihn auch bei einem 50 Cent 45 Man gefunden und ja, wollen wir mal schauen.
As5 unten rechts werde ich weglegen. Ja, 7, 6 unten links werde ich aufgrund des Flush-Möglichkeiten und Straight-Möglichkeiten callen. Wir sehen in den meisten Fällen einen Flop bei einem Limper vorher und ja, wir hoffen einfach das Beste. Treffen jetzt hier leider nicht, werden sobald einer West aufgeben, ansonsten nehmen wir uns gerne das Freeplay. Ja, haben jetzt einen Gutshot. Sollte da wer erhöhen, werde ich es trotzdem nicht callen, weil ein Gutshot einfach zu selten eintrifft. Wir nehmen jetzt das Freeplay, da kommt ein Ass. Ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall die schlecht nicht die Gewinnerhand haben. Die schlechteste glaube ich noch nicht mal, aber ich werde hier keine Chips mehr investieren. Ja, oben rechts kriegen wir das Freeplay mit Dame 9. Treffen Top Pair Good Kicker. Dementsprechend werde ich jetzt den Flop mal setzen und gucken, wie die Gegner reagieren. Ja, wir bekommen einen Raise von einem Bronze-Star, der auch nur einen Tisch spielt. Ja. Da sind wir häufig hinten, deswegen lege ich die Hand einfach weg. Das ist mir zu riskant. Der hat in den meisten Fällen eine Flush, zumal er sowieso vorher checkt. Moment, hat er gar nicht. Ich habe eröffnet und er zwei bettet und das deutet sich meistens auf Stärke hin. Ja, unten rechts habe ich Dame 10 eben gewastet, in der Hoffnung, dass wir die Blinds mitnehmen, haben das auch getan. Und dementsprechend freue ich mich drüber. Ja, unten links, die 10er werde ich 3 betten. Die sind jetzt gut genug. Genau wie ich oben rechts Ass 9 All-In pushen werde. Gegen den Open Ways, gegen einen Big Stack. Er hat noch häufig Möglichkeiten zu folden, auch wenn er ein schlechterer Spieler ist. Hat jetzt hier die bessere Hand. Damit müssen wir hoffen, dass eine 9 kommt. Oder das Flop sich nochmal. Oder der Flop, beziehungsweise das Board sich nochmal turnt. Ist jetzt hier nicht der Fall. Ja, sind dementsprechend auch aus dem nächsten Turnier ausgeschieden. Ja, unten links, ja, ein sehr niedriger Flop, spricht meistens dafür, dass unsere Hand noch die beste ist. Und so werde ich das handhaben. Stelle die auch all in, spielen gegen Ass 9 und wir splitten, weil sich das pairt. Ja, oben links glaube ich mit Ass 10, dass wir die beste Hand haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Es läuft einfach nicht für uns. Scheinen auch aus dem Turnier aus. Damit sind wir schon bei 2 raus. Ja, was will man machen? Wir hatten wieder eine akzeptable Hand. Er spielt Asse auf die 3-Bit nur mit dem Call. Hat er sehr gut gemacht. Er hat mich auf jeden Fall dazu gekriegt, mit Top Pair All-In zu gehen. Vielleicht war ich an der Stelle zu loose. Häufig ist das aber auf diesen Limits noch die beste Hand. Und links die Zweier werde ich weglegen. Wir haben nur noch 13 Big Blinds, da lohnt es sich nicht irgendwie aus Set-Value zu spielen und für den Waste sind die Zweier einfach zu schlecht. Ich hoffe, dass Part 10, welchen wir ja heute hier vollführen, nicht so schnell endet, wie ich es gerade vielleicht vermute, weil wir schnell ausscheiden. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ja, unten rechts call ich in der Hoffnung, dass den Flush zu bekommen. Wir hätten noch einen Backdoor Straight Draw gehabt. Treffen den nicht. So, jetzt die Frage, betten wir und versuchen ihm zu sagen, dass wir es Ass haben. Ich würde sagen, ja, wir haben ja noch die Möglichkeit, die beste Hand zu machen mit der Flush. Nehmen aber so meistens die Chips mit und das ist einfach am besten. Ja, 4 Ass unten links ist ein Fold, 10-3 unten rechts werde ich auch weglegen. Ja, vielleicht läuft es heute auch einfach nicht.
Weil es beim letzten Mal so gut gelaufen ist. Wir haben ja relativ gut abgeschnitten, sodass wir auf 29 Dollar hochkamen. Und das gleicht sich dann über die Zeit irgendwann mal wieder ein bisschen aus. Aber wenn wir grundsätzlich schon mal die richtigen Entscheidungen, also meistens die richtigen Entscheidungen treffen, sieht es eher gut für uns aus. Ja, Bube 4 unten rechts werde ich versuchen zu stehlen. Sollte natürlich eine 3 betten, gebe ich es auf. Ja, auf das Ass im Board werde ich natürlich eine C-Bet machen in Höhe von 53% des Pottes. Meistens kriege ich so mit die Chips. Ja, das All-In kann ich natürlich nicht callen. Und ja, wir geben die Hand auf. Dann kann ich jetzt so immer schön von rechts zu links sprechen, brauche nicht mehr oben unten sagen, ist für mich dann auch ein bisschen einfacher. Ja, ich würde sagen, es wird langsamer Zeit, dass wir noch ein paar Chips bekommen, weil sonst geht das sonst geht Part 10 wirklich schnell zu Ende. Ja, würde mich sicherlich ärgern, aber auch das passiert schon mal, beziehungsweise mir auch schon mal häufiger, da ich ja kein Profi bin. Ich mache das alles hobbymäßig und ich denke, ich schlage mich ganz gut. Könnte besser sein, aber wenn ich besser wäre, würde ich nicht dauerhaft auf so niedrigen Limits spielen, sondern mein Name wäre bestimmt auch bei vielen bekannter. Aber ich arbeite weiterhin dran. Ja, 3-6 unten links werde ich nach dem Limp von Freddy jetzt setzen, nachdem er auch am Flop zu mir checkt. Meistens hat er da nichts, ist auch in diesem Fall so. Und wir nehmen mit dem Bottom Pair einfach Chips mit und freuen uns schon mal über ein paar Chips, die wir akquirieren konnten. Ja, 7-5 unten links werde ich versuchen, mit einer Min-Bet zu stehlen. Mehr kann ich nicht setzen, weil auch der Gegner nur noch 900 Chips hatte. Und da hätte ich mich oder ihn sofort committed und er hat einfach einen guten Restill-Stack und da muss ich das häufig weglegen. Und das wäre nicht so der Sinn von meiner sensationellen 7-5-Hand gewesen. Ja, unten rechts die Dreier lege ich weg. Set-Value können wir nur machen, wenn wir mindestens 20 Big Blinds left haben. Wir haben hier maximal 13 und dementsprechend lege ich die einfach weg. Ich glaube fast, wir hätten unten links Dame 6 stehlen sollen. Naja, den Spot habe ich leider übersehen. Kann man jetzt nichts ändern. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal einfach wieder besser aufpassen. Ja, unten rechts Ass 3 ist in der Position am Tisch. Kein Ways, es sitzen einfach noch zu viele Leute hinter mir. Und warte einfach auf die nächste Hand. Und wenn wir dann in der Push-or-Fold-Phase sind, ist das so. Dann spielen wir halt sofort unseren ganzen Stack. Auch da kann man viele richtige und gute Entscheidungen treffen. Denn das Spiel entscheidet sich wie immer an und also hauptsächlich mit der Push-or-Fold-Phase und am Final Table. Acht, sieben ist für mich ein Fold. Unten links Dame 10 werde ich minbetten, sollte vor mir nichts passieren. Passiert vor mir was, werde ich es folden. Oder sollte Friedi jetzt callen, limp ich es mit. Dann rechnet sich der Chip-Einsatz wieder zum aktuellen Stack, der in der Mitte liegt. Und ich hoffe einfach mal, dass wir einen Flop sehen und da auch mal ordentlich treffen. Also ein Straight wäre schön. Und ja, wir warten mal ab. Wir treffen einen Gutshot unten links. Ich vermute, dass alle zu uns checken werden. Dann nehmen wir uns den Check behind und hoffen, dass der Bube kommt. Jetzt haben wir einen Open-Ender. 7, 8, 9, 10. Also Bube oder 6. Wäre schön. Ich hoffe, dass wieder alle zu uns checken. Denn mit einer Straight am River spielt es sich ja sich sicher besser so. Da ist der Bube. Es kommt jetzt der Flush an. Die glaube ich aber nicht, dass da überhaupt einer zwei Herzen hat.
Und aus diesem Grund werde ich jetzt am River erhöhen. Beziehungsweise All-In stellen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir die beste Hand haben und hier noch einen Call bekommen. Ja, unten rechts, Achter sind gut genug. Auch gegen zwei Leute haben jetzt das Pech, dass einer Buben hat. Gegen Ass-König haben wir immerhin noch 50-50. Wir kriegen auch ein paar Chips, leider nicht alle. Haben jetzt nur noch 400 Chips und es sieht auch unten rechts sehr bescheiden aus. Ja, unten links nehmen wir den Splitpot mit Friedi hin und der Rest ist rausgegangen. So haben wir wenigstens ein paar Chips bekommen. Ja, wie gesagt, wir hatten die beste Hand. Ja, König 3 unten rechts mit etwas mehr als 3 Big Blinds ist jetzt dann ein All-In, weil wir nicht viel länger warten können. Und ich glaube, gegen Ipro Espeto noch gute Karten haben mit König 3. Er hat uns wahrscheinlich selten covered. Und das ist das Gute. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen König oder eine Straight. Ja, und damit verabschieden wir uns auch rechts vom Tisch. Jetzt haben wir dann nur noch einen. Und dann müssen wir den halt gewinnen. Bleibt uns dann nicht viel übrig. König Dame werde ich bei den Blinds auch aus früher Position jetzt raisen. Wir müssen versuchen, hier viele Chips mitzunehmen. Wir isolieren Friedi einfach und hoffen, dass wir gegen ihn alleine spielen können. Da er auf jeden Fall kein guter Spieler ist, was ich so herausgefunden habe bis jetzt. Auch wenn er gerade drei Tische spielt, er guckt sich einfach viel zu viele Hände durch den Limp an. Ja, kann uns nur recht sein. Meistens haben wir mit Dame König dann sogar die beste Hand und das wollen wir einfach mal hoffen. Ja, und Friedi überlegt, er callt, wir treffen den König. Damit ist für mich die Entscheidung in der Hand schon gefallen. Wir werden auf jeden Fall All-In gehen und hoffen, dass wir Friedi mit All-In nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass wir zu 90% hier die beste Hand haben und dementsprechend versuchen wir einfach die Chips zu akquirieren. Ja, 8-5 ist ein Fold. Ja, und die Blinds steigen dann auch. In 4 Minuten schon wieder. Ja, es geht auf jeden Fall schnell voran. Wir sind aktuell noch bei 4 Tischen, aber auch das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ja, gegen Friedi hätten wir gewonnen, gegen Liuda verloren, aber wir haben uns richtig entschieden. 8-5 ist in dieser Position und mit diesem Stack. Auf jeden Fall nicht zu spielen. Ich hätte jetzt lieber am Big Blind gesessen und mir den Flop umsonst angesehen, aber auch Friedi musste ja dafür callen, was mit Bube Dame nicht sinnvoll war, meiner Meinung nach. Der 2-4 ist leider kein Call. Reicht nicht die Hand, auch wenn wir hier den Flush machen und dementsprechend gewonnen hätten. War es dennoch die richtige Entscheidung? Ja, sollten wir First In sein, beziehungsweise Fikre Tuschka spielt jetzt keine Rolle, werde ich Liuda All In setzen, in der Hoffnung, dass er foldet, weil ich mit Bube Dame nicht zwangsläufig eine All In spielen werde, aber versuchen will, die Big Blinds mitzunehmen, beziehungsweise alleine gegen Fikre Tuschka zu spielen. Ich gehe davon aus, dass Friedi das callen wird. Dann werde ich auch callen, in der Hoffnung, die Straße zu treffen am Flop. Okay, er callt nicht. Dann stelle ich jetzt Liuda All In, wie vorher angekündigt. Und habe die 60% Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Tun dies nicht, verlieren nur 200 Chips und ja, ärgern uns nicht weiter drüber. Das ist ein einfacher Fold nach dem All-In von Friedi. Ich weiß nicht, womit er es macht. Ist auf jeden Fall
hat er noch zu viele Chips, das einfach online zu stellen. Dreier war fast vorauszusehen, weil er damit nicht weiß, wie er sonst weiterspielen soll, wenn ihn einer callt. Ja, verliert jetzt hier unnötig Chips. Ich hätte es einfach geraced und wir auf dem Re-Raise hätte ich gefoldet und dann einfach versucht, ein Set zu callen. Wenn man es denn spielen muss. Meistens kann man das auch einfach besser weglegen. Ja, jetzt ist Friedi, glaube ich, ein bisschen aggro. Stellt die nächste Hand danach direkt all in. Das ist mit einer akzeptablen Hand ist das meistens ein Call. Sollte es zumindest sein, da er hier jetzt viele Hände haben könnte. Dame 3 ist für mich ein Fold. Wir werden auf jeden Fall noch bessere Hände bekommen. Was Funky Fred hier macht, finde ich total dämlich. Er hat noch 6 Big Blinds. Das ist, er muss es auf jeden Fall pushen. Einzige, wo ich es vielleicht noch verstehen könnte, ich es aber dennoch nicht so spielen wäre, wenn er jetzt Könige oder Asse hat, dass er versucht, hier möglichst viele mit in den Pot zu kriegen. Aber das Spiel wäre auf jeden Fall dann leicht zu durchschauen auf Dauer. Und ja, ihm würde das keiner mehr glauben. Da er aber so lange überlegt, hat er das auf jeden Fall nicht. Meiner Meinung nach. Und ja. Asskönig ist für mich nicht richtig gespielt. Auch wenn er jetzt die Hand hier noch gewinnt. Er hätte sofort pushen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich aufs selbe hinausgelaufen. Oder er hätte die Blinds mitgenommen und hätte nicht bis zum River zittern müssen. So hat er natürlich mehr Chips gewonnen. Er freut sich. Ich finde es trotzdem noch falsch. Aber er nimmt halt noch am Turnier teil. Ja, ein Freeplay für Freddy. Jetzt ist er wieder mit akzeptablem Chipstand. Und ja. Wäre auch mal cool, wenn er rausfliegen würde. Jetzt haben wir Action am Tisch. Rafa Rotal gebe ich ein Pocket Pair, so zwischen Sechsern und Zehnern. Okay, mit Ass 9 verstehe ich das nicht. Friedis Sache verstehe ich sowieso nicht. Mit König 9 hier bei einem Raise und bei einem 3-Bet-All-In macht das gar keinen Sinn, aber ich habe ja gesagt, wäre schön, wenn er mal rausfliegen würde. So sparen wir uns auch den Big Blind. 5er werde ich hier auf jeden Fall All-In stellen. Außer vor mir gehen drei Leute All-In, dann lege ich es noch weg. Aber ist es nur einer, nehme ich die 50-50-Wahrscheinlichkeit gerne in Kauf. Das mit einem Gewinn abzuschließen. Schön wäre natürlich, wenn Irogiri jetzt Vierer oder Dreier zeigt. Er zeigt Ass 2, hat seine 30%. Ja, wie es heute halt so läuft, trifft er sein Ass. Und wir haben nur noch 210 Chips. Das wird wahrscheinlich der schnellste Part, den ich mit euch bis jetzt durchgeführt habe und wahrscheinlich auch durchführen werde. Aber es läuft halt manchmal so. Wir haben 70% Wahrscheinlichkeit, haben uns dementsprechend richtig entschieden. Nur dieses Mal halt kein Glück. Ja, 3-9 werde ich jetzt nicht callen, finde ich nicht gut genug. Die nächste Hand wird wahrscheinlich besser sein und die werde ich dann auf jeden Fall callen. Ja, 6-9 ist jetzt auch nicht so viel besser. Aber wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, 6-9 ist die bessere Alternative zur 3-9. Auch wenn das jetzt leider nicht suited ist. Ja, wenn wir das jetzt gewinnen, haben wir wieder 840 Chips. Wäre wünschenswert. Aber ich habe im Gefühl, dass da mindestens einer einen König hat. Und ja, soll heute dann wohl einfach nicht sein.
Wir machen Stopp. Oh, wir gewinnen dennoch durch einen Doppelpair. Kommt das Glück vielleicht wieder jetzt so kurz vor Schluss? Jetzt können wir 8-3 noch weglegen. Wir haben wieder 4 Big Blinds. Und womit wir wieder bei Chip and a Chair wären. Habe ich eben auch gesagt und bin dann kurz drauf rausgeflogen. Also schauen wir mal. Aber wir bleiben optimistisch. Wir bauen jetzt einen riesen Stack auf und gewinnen dieses Turnier noch. Und nehmen die 6,30 $ mit, dann hätten wir für auf jeden Fall genug Gewinn gemacht. Ja, gut, dass wir 8-3 weggelegt haben. Oder auch nicht. Wir hätten auch Dame, Dame und König, König geschlagen. Aber mit den Händen von den beiden war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, König 4 werde ich nach dem Limp von Funky Freight jetzt weglegen. Macht für mich nicht viel Sinn. Wir würden uns unnötig in Schwierigkeiten begeben. Und ja, da finden wir noch eine bessere Situation. Ja, da ist die bessere Situation, die ich meinte. Pocket 7er ist auf jeden Fall ein All-In. Wir hoffen mal, dass sie halten. Einen Call hätte ich gerne. Vielleicht von MS Kalita. Am besten mit Ass 3 oder so. Es darf nur dann kein Ass kommen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass einer es mit 6-5 callen wird, deswegen wünsche ich mir dann schon mal Ass 3. Okay, ein All-In von Vitax scheint nach Broadway-Card zu sein, das heißt auf jeden Fall 2 Bildkarten, dann hätten wir unsere 50%. Aber auch die müssen irgendwann mal für uns reichen, weil 50% heißt ja eigentlich, wir gewinnen jedes zweite Mal. Wäre nach den 70% eben durchaus wünschenswert, aber die Dame kommt sofort und wir verabschieden uns dann auch aus dem Turnier. Ja, es sollte heute einfach nicht sein. Teilweise war es schlechtes Spiel von mir und teilweise auch einfach kein Glück gehabt. Ja, dann damit haben wir quasi die Voraussetzung für den schnellsten Part in der aktuellen Serie von One for Million. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Beim nächsten Mal hoffentlich mit besserem Erfolg. Wir stehen jetzt bei einem Bankroll von 26,55 $. Das heißt, wir sind noch 3 Buy-ins drüber und ja, geben dann beim nächsten Mal wieder unser Bestes. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, Restabend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt One for Million.